Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Runde XCOM 2. Ja, wir sind mitten in einem Einsatz, allerdings sieht es gerade überhaupt nicht so toll für uns aus. Und zwar haben wir gerade den ersten Angriff überstanden. Und zwar gegen 5 Aliens waren es. Allerdings haben wir ganz schön was einstecken müssen. Der hier hat nur noch Half-Life. Mein Runner hat nur noch Half-Life. Und ja, nicht so toll. Aber wir gucken mal, was wir daraus machen. Hilft uns ja nichts. Wir müssen übrigens diesen Zug sichern. Gehen wir mal hier. Halten wir den mal ein bisschen weiter in Deckung. Ach, der gibt einfach auch mal. Biete Feuerschutz. Bin schon unterwegs. Du gehst aber davor und bietest auch den unglaublichen Pistolenfeuerschutz. Ah. So. Müssen wir mit unserem Runner wieder nach vorne gehen? In Ordnung. Das ist die Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Wir werden die Ausrüstung ganz sorgsam machen. Ich will einen meiner Scharfschützen mal da hoch bewegen. Das ist ja, glaube ich, keine schlechte Idee. Okay, ich gehe. Bestätigt, Überwachung läuft. Ich möchte halt nicht vorziehen jetzt. Wir bleiben in Distanzschutz. Ach, jetzt kommt er nicht da hoch, weil der da vorne drin steht. Begebe mich zum Ziel. So Schrott. Nee, Quatsch. Bin unterwegs. Ja, nichts aufdecken. Den Scharfschützen wollte ich da oben hinbringen. Was ist da drüben? Okay. Ja, wir können ja sehr vorsichtig vorgehen. Bestätigt. Haben ja auf keinen Fall ein Zeitlimit. Der bleibt auf jeden Fall da. Ich denke mal, die werden auf jeden Fall hier hinten sein oder hier drüben. Ich tippe eher darauf hinten. Bestätigt, Überwachung läuft. Biete Feuerschutz. Muss mein Vorrücken wieder anders machen. Hoffentlich lohnt sich das. Advent-Einheiten gesichtet. Oh.
Wollen wir nochmal einen Schuss versuchen? Yeah. Lucky Shot, würde ich das sagen. Mit dem kann ich halt echt kein Risiko eingehen. 27%. Bestätigt. What? Komm. Ach. Schrott, ey. Auf jeden Fall den weg. Strike. Feind erledigt. Ey, das sollte jetzt nicht mehr viel machen können mit 50%. Was soll denn das? 50%? Ach, Zielsicherheit. Ja, jetzt tötet er ihn. Oh ne, es geht gerade noch. Hab ich einen Luck? Daneben. Kein Treffer. Ha? Da muss der treffen. Komm. Ja, sogar ein kritischer Treffer. Das war's für dich. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Okay. Mission erfüllt. Getötete Feinde 8 von 9? Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Okay, aber wir halten fest, sondern auf jeden Fall, ich werde später in mein Team, glaube ich, sogar 2 Heiler reinsetzen. 2 Heiler, 2 Sniper, ein Heavy und einen, ja, obwohl. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist halt echt schlecht, meine beiden Heiler waren gerade schon noch im Lazarett. Naja. War es kein so erfolgreicher Einsatz. Meine ganzen Soldaten kriechen dahin wahrscheinlich. Obwohl es geht, 2 Stück. Es gibt das heftige Schuss.
Feuer deine Pistole auf ein Ziel. Nee, das bringt mir nichts. Meine Sniper sind wirklich Sniper. Alien-Legierungen, yeah! Die Forschung schreitet wie geplant voran, Commander. Jetzt kann ich meine Forschung ändern. So möchte ich Plattenrüstungen. Oh. Nee. Commander, wir haben bereits beträchtliche Ressourcen in das aktuelle Forschungsprojekt gesteckt. Wir können trotzdem zu etwas anderem übergehen, wenn Sie wollen. Na gut, dann tut es halt noch erforschen. Innerhalb der engen Räumlichkeiten der Avenger fehlt mir der Platz, um einige unserer theoretischen Experimente durchzuführen. Vielleicht bei der nächsten Landung. Schwarzmarkt. Erstmal durch das ist erforschen. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Obwohl Advent diese Einheit Pulsklinge zur Beruhigung ziviler Unruhen in ihren Stadtzentren geschaffen hat, greifen sie seit geraumer Zeit auf immer brutalere Mittel zur Befriedung zurück. Und jetzt gibt's aber meine Plattenrüstung. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja, und jetzt würde ich sagen... Des Commanders herumgesprochen hatte, gab es bereits einen Rekrutierungsschub für den Widerstand. Sie brauchen ebenso einen Anführer wie wir. Und jetzt erwarten sie von uns, dass wir die Aliens dort treffen. Private James Turner, Scharfschütze. Dann bilden wir auf jeden Fall wieder einen aus. Und zwar bilden wir einen Specialist aus. Oh. Das heißt theoretisch wieder warten. Wir hören schon mal zumindest zwei Widerstandsnester. Lang lebe der Widerstand! Neue regionale Kontakte gefunden. Berechnet neuen Kurs. Ah, ich kann noch nicht den einen Einsatz machen.
Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Okay. Oh, warte. Oh, das Funkgerät würde sich lohnen. Schnell angezogen. Alle Rüstungs- und Westen-Testbereiche werden sofort abgeschlossen. Das heißt, wenn wir da jetzt einen Funkturm platzieren, dann muss ich über beide Funkgeräte produzieren. Da würden wir meine Plattenrüstung, aber das Installieren dauert 2 bis 4 Tage. Commander, wir haben gehört, dass die Aliens eine Einrichtung fertiggestellt haben, die der Arbeit am Avatar-Projekt dient. Wenn wir den Kontakt zum lokalen Widerstand in dieser Region herstellen, können wir die Einrichtung angreifen und zerstören, um das Vorhaben der Aliens zurückzuwerfen. Oh. Ja, ich weiß, sieht gar nicht gut aus. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Okay. Aufticken 20 Info. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Energierelais einsatzbereit. Okay. Jetzt kann ich mein Testlabor bauen. Oh, was ist denn ein... Sobald das Kfz errichtet wird, können Soldaten bei jeder Beförderung eine Bonusfähigkeit auswählen. Okay. Oh, ist auch interessant. Wir brauchen aber das. Herr Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können.
Ja, muss ich echt überlegen, was man da macht. Okay, ich will aber sagen, wir machen hier auf jeden Fall mal ein kleines Päuschen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr gerne einen Kommentar da lasst. Lasst Feedback da, wie es euch gefällt. Gebt mir Verbesserungsvorschläge besonders, wie ich es noch besser machen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Blugraum.